Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen Fortnite-Tutorial. Ich habe schon mal ein Tutorial zu WW2 gemacht und das ist damals eigentlich ziemlich gut bei den Zuschauern angekommen. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eben zu Fortnite auch mal ein kleines Tutorial zu machen. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute in diesem Tutorial darum, wie ihr eure Lags entfernen könnt. Denn als ich vorhin gestreamt hatte, hatte ich das Problem, dass es in den Gunfights vor allem immer extrem geleckt hat. Und dadurch bin ich dann natürlich auch öfters mal gestorben, was natürlich auf Dauer ziemlich abfuckt. Und generell im Spiel kommen ja öfters mal Lags vor, das war jetzt bei mir auch so, aber vor allem heute eben, als ich gestreamt hatte, waren die Lags wirklich extrem da. Und gestern zum Beispiel hatte ich auch gestreamt gehabt, da waren die Lags noch nicht so schlimm. An dieser Stelle für alle Zuschauer auch, ich werde das Video jetzt direkt hier schneiden und hochladen, deswegen rede ich auch ein bisschen schneller. Und heute ist auf jeden Fall auch wieder Livestream, ich denke mal, es müsste heute noch online kommen, also wir haben gerade hier den 3.4. und später ist auf jeden Fall wieder Livestream. Höchstwahrscheinlich, ich hoffe, ich schaffe es, das Video jetzt heute noch hochzuladen. Jedenfalls möchte ich euch heute eben zeigen, wie ihr diese Lags entfernen könnt. Ich bin darauf nicht selbst gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern ich habe einen Tweet bei Allotrix gesehen, der ist natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar habe ich das Ganze ausprobiert und ich habe danach nochmal zwei Runden gestartet, einfach mal so just for fun. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall besser gewesen. In dem Tweet steht allerdings, dass man das alle 5 bis 7 Tage wiederholen muss. Deswegen ist halt ein bisschen schade, da das halt immer wieder vorkommt. Aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, wie ihr das Ganze entfernen könnt. Zuallererst mal müsst ihr Fortnite deinstallieren und dann könnt ihr einfach in eure Bibliothek gehen, geht dann hier auf gekauft und dann könnt ihr euch das hier ganz normal wieder runterladen, das Spiel Fortnite eben. Dann installiert das Spiel wieder und wenn ihr euer Spiel dann startet, drückt ihr einfach direkt, wenn ihr in Fortnite reingeht, L1 und R1 gleichzeitig, so lange, bis ihr dann eben im Spiel seid, also bis praktisch dieser Bildschirm kommt, an dem man dann auswählen kann zwischen Battle Royale und dem anderen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich meine. Ihr seht das auch gerade hier eben im Hintergrund, einfach hier L1 und R1 gleichzeitig drücken, bis eben Folgendes kommt. Ich habe es jetzt hier auch noch gedrückt gehalten eben und habe dann hier auf Start gedrückt, dann lockt das Ganze hier ein und ich habe es einfach noch weiter gedrückt, also ich weiß nicht genau bis wohin man es drücken muss, aber ich habe es eben hier noch weiter gedrückt. Und hier habe ich dann eben aufgehört zu drücken, ihr könnt jetzt auswählen Battle Royale oder Rette die Welt und ja, ich habe dann eben aufgehört da zu drücken und ja, wie gesagt, die Lags waren auf jeden Fall weg, sie sind natürlich nicht alle weg, also es kann ab und zu noch lecken, das garantiere ich euch jetzt natürlich nicht, dass sie hier komplett weg sind, wenn die bei euch natürlich komplett weg sind, ist natürlich perfekt, aber Lags können natürlich noch vorkommen, das ist aber auch ganz normal eigentlich und ja, wie gesagt, eure ganzen Einstellungen, die ihr hier getätigt habt und so bleiben natürlich alle erhalten, auch wenn ihr das Spiel deinstalliert, ist ja ganz logisch, ist ja alles bei PSN beziehungsweise bei Epic Games gespeichert und somit habt ihr da auf jeden Fall kein Problem und müsst euch darum keine Sorgen machen, dass plötzlich euer Spielstand oder so weg ist. In dem Tweet stand eben noch alle 5 bis 7 Tage das wiederholen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Langzeittest, wann die Lags wieder auftreten, aber das ist, denke ich mal, eine Sache, die geht eigentlich ganz schnell, ist ganz einfach und kann man einfach mal zwischendrin schnell machen. Und hilft auf jeden Fall was, was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Ich glaube, bei GTA habe ich auch gelesen, irgendwie ist es nämlich ähnlich so, dass man eben durch dieses Drücken von L1 und R1 die Game-Caches löschen kann. Und wie gesagt, bei mir hat es auf jeden Fall was geholfen. Wenn es bei euch auch was geholfen hat, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es funktioniert hat. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Streams mehr verpasst von Fortnite etc. Und dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen später im Livestream sehe. Infos stehen auch nochmal vielleicht in den Kommentaren dazu, wann der Stream kommt. Ansonsten könnt ihr euch noch meine anderen Videos anschauen, die ich jetzt in den letzten Tagen hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.